Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Johnny und weiter geht's mit einem neuen Part von Dying Light. Und wir müssen jetzt von Rais das Antizin kaufen. Daher steigen wir direkt mal in den Aufzug und fahren hier runter. Und wir sind anscheinend in der Dunkelheit durch. Es ist vorbei. Ist da recht? Mission gescheitert. Dank meiner Auftraggeber. Jetzt ist Bracken so verzweifelt, dass er mit dem Teufel verhandeln will. Gut, falls ihr irgendwelche klirrende oder so knacksende Geräusche hört. Ich habe einen Bonbon genommen, denn das mit dem Husten und sowas geht mir tierisch auf den Senkel. Und hier können wir auch irgendwas von dem holen? Nee. Was gibt's hier Schönes? Hey, kann ich auch nichts machen. Sieht aber aus wie so eine Werkbank hier. Die Hilfsgüterabwürfe sind sinnlos. Reis greift sich ja doch alles. Ich muss er hier auch hier runter, ja. Du kennst doch Alfie, unseren Oberbastler. Er ist in seiner Werkstatt im zweiten Stock. Ja, und nu? Ah, ich sollte zu dem hier auch, gell? Kurzes Messer einfach. Ja, natürlich, nehmen wir doch gerne mit. Ja, dann behalten wir mal das Messer hier in der Hand, ne? Denn wir haben hier sonst eigentlich auch gar nichts. Rain, hörst du mich? Scheiße, jetzt müssen wir in der Dunkelheit Jade? Raus. Ja, ich höre. Stimmt was nicht? Nein, nur... Hör zu. Was du tust, ist sehr mutig. Ich weiß, du tust es, weil du dich wegen Amirs Tod schuldig fühlst. Oh, fuck, ey, da sind auch schon wieder welche. Ey. Ich tue es, weil es unsere einzige Option ist. Wir brauchen Rais Antizin, sonst werden Menschen sterben. Das ist wahr. Amir und ich lernten uns direkt nach dem Ausbruch kennen. Er war der beste, anständigste Mann, den ich je getroffen habe. Ich gebe dir keine Schuld an seinem Tod. Er war sich des Risikos bewusst. Scheiße, diese Dinger hier, die nerven, ey. Danke für alles, was du für uns tust. Wehe, die sehen mich wieder, ey, scheiße. Lass uns in Ruhe reden, wenn ich mit dem Antizin zurück bin. Einverstanden. Pass auf dich auf. Nein, kommt nicht hier hoch. Ich höre die schon, diese Mistdinger, gell? Scheiße, ey. Seht ihr die? Ist mir jetzt egal. Ich hoffe, die haben nichts gehört. Ich habe tierischen Schiss vor hier, diesen Scheißdingern. Ist das so ein Vieh? Ich glaube schon, ne? Ah, fuck, das war wieder voll laut. Ja, was ist das denn jetzt? Ja, was denn jetzt? Ich muss doch da hinten hin. Hey, wo sind die Viecher? Ach, da sind die doch. Scheiße. Ja, so schnell wie möglich. Kannst du vergessen. Ich laufe sicherlich nicht. Oh, scheiße. Wow, fuck, ey. Was ist das denn hier? Dann nehmen wir hier die mal, oder? Gut, gut, gut. Ah, Mann! Oh shit, da kommt wieder einer gerannt. Da hinten. Ich trau mich nicht hier runter. Der wartet da. Oh shit. Ich muss aber hier runter, da kommt noch einer. Ich muss hier runter, ich muss hier runter. Wollen wir es riskieren? Ich muss es riskieren, ich muss es riskieren. Ihr hört mich nicht, ihr hört mich nicht, ihr hört mich nicht. Ich hab echt voll Schiss, ey. Ich hab schon lange nicht mehr so Spiele gespielt. Besonders nicht, wenn es jetzt so ist wie hier gerade. Oh fuck.
Dann tut mir leid, wenn ich sehr oft hier rumfluche, ne? Oh, hier gibt's wieder eine Pflanze. Cool. Anscheinend hören die mich auch so nicht. Doch, da ist aber einer. Gehen wir trotzdem mal hier lang. Der geht anscheinend rechts lang. Die sind ja leider genauso schnell wie ich. Wir laufen einfach. Ist jetzt scheißegal, wir laufen jetzt hier durch. Gehen dennoch hier mal hoch auf den Zug. Nee, wir sind doch mal ein bisschen leiser hier. Nee, wir steigen hier doch runter. Lichtfalle? Nein, kannst du vergessen. Obwohl. Doch. Okay, Raim, bin hier. Sie müssen dich sehen und wissen, wer du bist. Schleich dich nicht an sie ran. Sonst fängst du dir noch eine Kugel ein. Dann wünsch mir Glück. Anscheinend. Viel Glück, Bruder. Du wirst es brauchen. Hallo. Nicht schießen! Was willst du hier, du Scheißkerl? Ich will Raiz sprechen. Brecken schickt mich. Brecken? Das Arschloch vom Turm? Na gut, was will der Kerl denn? Es geht um ein Geschäft. Was für ein Geschäft? Das geht nur Raiz was an. Nicht seine Handlanger. Na gut, lass ihn durch. Das wird bestimmt lustig. Danke. Sehr freundlich von euch. So. Gut, du bist Raiz? Nein? Muss ich hier rein? Okay. Welcome, friend. Hier geht's aber rund hier. Wie lange sind wir schon Freunde, Osman? Wir sind schon sehr lange Freunde. Deshalb bin ich auch so überrascht, dass du mich bestiehlst. Sind wir uns nicht schon mal irgendwo begegnet? Und jetzt hast du die Wahl? Einfach. Die rechte Hand oder die linke. Ah, Alter. Links. Oh, fuck, ey. Von mir oder von dir aus gesehen? Scheint aber kein guter Freund zu sein. Du siehst wie einer vom Turm aus. Was willst du? Ich bin geschäftlich hier. Geschäftlich. Antizin natürlich. Schwere Zeiten. Und was kriege ich dafür? Deine Dienste? Deine Treue? Vielleicht sollte ich beides nehmen. Sprich mit Karim. Er gehört zu uns. Tu, was er sagt. Dann gibt Reis deinen Leuten vielleicht etwas Antizin. Verstanden? Hab wohl keine Wahl. Gut erkannt. Was für ein Assi, ja? Ich würde aber das Bein mitnehmen. Tja, das tun wir sogar. Geil, aber die Hand brauchen wir nicht. Gut, was soll ich jetzt machen? Stellen Sie sich selbst vor. Ja, hab ich doch gemacht. Ich muss mir jetzt hinterher, oder was? Nee? Oder hier rein? Okay. Mann, das gibt's doch gar nicht. Das nervt megamäßig. Ich habe Raiz getroffen. Jade hat recht. Was ein Psychopath. Das stimmt. Und jede Menge Antizin ist dort gewesen. So, lassen Sie sich von Karim eine Aufgabe zuweisen. Turmgesocks! Was? Alle mit richtigen Waffen. Ich will auch welche. Gib mal her. Wir könnten richtig gute. Da bist du ja. Raiz sagte, du würdest kommen. Ich bin Karim. Crane. Ein Amerikaner. Hab einen Onkel dort. Lebt in Texas. Kommst du aus Texas? Bist du ein Cowboy? Aus Chicago. Okay, Al Capone. Wir bleiben per Funk ständig in Verbindung. So weiß ich, dass du auch da ankommst, wo du hin sollst. Und wo genau ist das? Du wirst auf Antennenmasten steigen, um Kurzwellenregler einzuschalten. Die meisten meiner Männer sind zu lahm, zu fett oder zu besoffen, um so eine Aktion lebend zu überstehen. Wenn ich das mache, kriege ich das Antizin? Das liegt ganz bei Reis.
Ich kann nicht für ihn sprechen. Vermasse es nicht. Er mag es nämlich nicht, wenn man ihn enttäuscht. Das wäre auch nett, wenn ihr mir eine Waffe geben würdet. Oh, Molotovs hier. So, vielleicht können wir hier irgendwas... Boah, die Dinger sind alle viel zu teuer. Rostiges... Ja, das sollte ich doch, glaube ich, behalten, oder? Ne, habe ich das jetzt auch schon? Ah, okay. Ich hab's. Gut, wollen wir trotzdem mal gucken, was der noch hat. Ja, toll. Tja, tja, tja. Brauchen wir eigentlich nicht. Die Waffe würde ich gern haben. Aber die kriege ich anscheinend nicht. Molotow, Wurfmesser, ich krieg einen Scheißdreck. Im Leben nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ihr seid mir zu primitiv. Ich habe einen Typen namens Karim getroffen. Er ist sowas wie Rais Haushofmeister, sein oberster Handlanger. Na gut, Karim. Dann steigen wir mal auf diese Attentmaste und schalten diese Relais da an, oder was ist das gewesen? Ich würde gerne alles hier bei euch klauen, wisst ihr das eigentlich? Aber gut, jetzt muss ich wieder in den Scheiß da raus. Na du, man muss mit den blöden Zombies mich hier herumschlagen, ey, sehr toll. Wir probieren es mal gerade mal was aus. Das funktioniert anscheinend doch hier, ne? Das funktioniert wunderbar. Da können wir die durchsuchen. Können wir eigentlich sogar fast hier bleiben. So, ein Tritt noch. Oh nein, das hatte ich nicht vorgehabt. Oh Scheiße, ich habe gar nicht auf diese Fuck-Dinger da geachtet, ey. Scheiße, Scheiße, Scheiße. So, hier kommt er nicht hin. Oh, fuck. Warum schießt er nicht auf die? Ihr Wichser. Hm, ich würde dich auch zu gern treten. Meine Fresse. Oh, gab's was drin? Nee. Oh, die sind ja auch noch immer. Was? Du willst zu mir? Na komm her. Komm. Zack. Ah, das ist zu geil. Was ist das hier? Oh. Okay, Geldteile. Da hoch. Okay. Wir sind mal still. Da ist anscheinend auch so ein Vieh. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir die umbringen können. So, ich brauche auch Gesundheit bald. Und jetzt? Ah, okay. Achso. Crane. Bericht. Hab Rais getroffen. Kein Zweifel. Er ist Suleiman, ein echter Psychopath. Vom skrupellosen Politiker zum verkackten Warlord. Weiß er, dass Sie für uns arbeiten? Nein. Für ihn bin ich nur ein weiterer Turmbewohner, den er Faxen machen lässt, bevor er ihm Antizin gibt. Verstanden. Fahren Sie fort wie gehabt. Wir brauchen die Unterlagen. Toll. Crane, Ende. Ja, ist echt toll, ja. Ich wollte eigentlich mal... Oh, Fertigkeitspunkt erhalten. Das ist doch mal sehr gut. Dann gehen wir direkt mal drauf.
Ja, wir gehen mal hier drauf. Was gibt's hier? Falschen Sie besser. Ladenpreise sinken um 10%. Verbessern Sie Ihre Fertigkeiten im Herstellen von Gegenständen. Sie können aus gleichem Material mehr Gegenstände herstellen. Gut, wir nehmen dann mal das. Eine Fertigkeit. Okay, dann nehmen wir das noch. Überspringen. Bringen Sie Gegner hinweg. Okay, schlagen Sie Feinde mit Dropkick. Ja, das hört sich doch mal gut an. So, was gibt's hier? Je fitter Sie werden, desto mehr Schaden können Sie absorbieren. Werfen Sie eine beliebige Nahkampfwaffe auf den Gegner massiven Schaden, bla bla bla. Tun wir das mal. So, ich denke, wir haben alles jetzt ausgewählt. Aber ich wollte ja eigentlich mal schauen, wie man die Dinger benutzt dann. Werfen. Tippen Sie zweimal rechte Maustaste an. Okay. Gut. Bei dem anderen müssen wir rennen. Leertaste und E. Okay. Aber wir kommen hier dem Scheiß nicht vorbei. Da läuft hier wie so ein Bene. Was macht der denn da? Ah, was ist mit dem denn kaputt? Der läuft gerade im Kreis. Dann schleichen wir uns mal. An der rechten Seite hier vorbei. Da ist ein Unterschlupf. Oh. Was ist mit dem denn los? Der kommt immer näher. Dreht sich zwar im Kreis. Bist du bereit? Was genau soll ich jetzt machen? Der Funkverkehr ist seit der Quarantäne ziemlich unzuverlässig. Diese Modulatoren verstärken das Signal, damit Raiz mit den Außenposten am Stadtrand kommunizieren kann. Das ist für alle von Vorteil, nicht nur für Raiz. Vielleicht, aber der Kaiser muss sein Reich überwachen. So, hier diese Viecher, die nerven mich richtig, wisst ihr das? So, Dietrich benötigt. Haben wir auch geholt, aber wir haben irgendwie nicht im Inventar. Oh, shit. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wenn das Ding jetzt zu mir hier kommt. Oh, hau ab, Alter. Hau ab. Gut. Nicht gesehen. Klettern am besten hier. Scheiße. Können wir gar nicht. Oder können wir da hoch? Nein, können wir nicht. Shit. Oh, fuck. Dann rennen wir wieder hinten lang. Und da ist wieder das Vieh. Och, Mann. Nacht überlebt. Okay. Ach, die Nacht ist vorbei. Oh, was für ein Glück. Oh, was für ein Glück. Oh, scheiße, was ist mit euch los? Wie können die das überleben? Komm schon. Ja, oh, nicht da drauf. Das wäre jetzt bitter gewesen. Ich glaube, das überlebe ich nicht. Nee, das würde ich nicht überleben. Okay. So, dann können wir jetzt mal wieder ganz in Ruhe. Karim, bin bei der ersten Antenne. Wenn der Strom nicht an ist, musst du ihn anstellen. In dem Schuppen am Fuß der Antenne. Yes, das wollte ich doch. Scheiße. Das war nicht gewollt. Ach nein, das gibt's doch gar nicht. Ach nein, was habe ich da für einen Mist gemacht? Jetzt muss ich wieder vom Start hier bis da hinten hinlaufen. Ernsthaft. Oder wo bin ich hier? Ich glaube schon, aber warte mal. Ah, jetzt können wir hochklettern. Ah, gut. Und drüber springen. Ah, das war aber auch nicht gewollt. Na gut, wir haben auf jeden Fall jetzt keine Nacht mehr. Wir können also fast unberuhigt
dahin laufen. Komm, wir hier. Aber mach. Das ist zu geil. Das ist einfach zu geil, das muss sein. Oh, dem können wir helfen. Verschwinde, das hier geht dich nichts an. Doch, das geht mich schon was an, ihr Wichser. Das hat wehgetan. Dafür wirst du mir büßen. Oh, du Kleiner. Oh ja, du sitzt nicht. Das gleiche kann ich auch. Was, du gehst schon? Hat es dir bei uns nicht gefallen? Oh ja, du sitzt in der Scheiße. Na, ich schon wieder. Dafür wirst du mir büßen. Ich krieg euch schon. Keine Sorge. Ende Gelände, verstehst du? Ah, fuck. Da ist das Ding. Gut. Wo willst du hin? Wir sind doch nicht da. Ah, du Wichser. Das war's wohl mit dir, hä? Ah, diese Blumen, die sollte ich mal, glaube ich, aufsammeln, hä? Dann helfe ich den. Einen Moment. Den suchen wir noch. Treten ihm natürlich mal gewaltig einen auf den Sack da. Den haben wir hier auf. Hey, ich hab dir geholfen. Hey, mein Freund. Danke. Dieses Viech hätte mich bestimmt getötet. Was für ein Vieh? Das sind diese Typen gewesen. Ihr habt sonst nichts dabei? Nö. Aber ein Hammer haben wir bekommen. Das ist gut. So, jetzt weiter im Geschäft. Wir haben einen Tag, das gefällt uns. Ja, sieht nicht so schön aus, aber was soll's. Dafür läuft es ein bisschen besser. So, das kennen wir ja hier. Also weit haben wir es ja auch nicht mehr. Da sind wieder hier diese Unsterblichen. Fast. Ne, meine Freunde? Könnt ihr auch zuschlagen? Hallo. Oh, das macht Spaß. Ich kann nicht zuschlagen, glaube ich. Ah, gut. Oh. Oder auch doch. Aber egal. So. Wir begehen ja nicht wieder den gleichen Fehler wie vorhin. Und wir steigen direkt mal hier aufs Dach. Oh shit. Weg von dem. So, schnell drunter. Komm schon. Wow! Was zum Teufel? Wow! Was ist das denn für ein Ding? Ich schreie, weil dieser völlig irre Infizierte, dem das Gedärm aus dem Maul baumelt, mich mit giftigem Schleim bespuckt hat! Kein schlechter Grund. Wow. Wir benutzen jetzt immer das Ding. Können wir den beten? Wir machen es trotzdem. Wir müssen den umbringen. Das ist ja nicht so toll. Ah. 25 HP. Ich hatte vorhin 60. Und das ist alles am Rücken gewesen. Oh, jetzt hat er mich doch gesehen, hä?
Blumen. Drecksmistvieh. So. Oh shit, jetzt kann ich aber trotzdem nicht da rein. Ja. Wow, ist das mit einer? Ne, wir steigen ja mal oben drauf. Oh fuck. Kann ich jetzt da rein? Komm schon, komm schon. Oh, scheiße. Nein, schnell weg hier. Ach nein. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ich hab doch keine guten Waffen hier. Wie soll ich denn das bitte packen? Ah, ich hoffe, wir starten jetzt nicht wieder irgendwo am Arsch der Welt. Und doch, wir starten am Arsch der Welt. Ah, oh, leck mich doch. Dann sehen wir uns dann gleich, wenn ich nochmal dann vor Ort bin.